Hallo, willkommen zurück bei unser Let's Play Passepartout, The Starving Artist. Und weiter geht's. Ich habe zwei gemeldet. Okay, eine gemeldet wird fast für 400 verkauft. Okay. Aber die andere, die wird auch nicht. Die wird auch nicht verkauft, die andere. Ich guck mal auf die Kasse. Oh, wir sind schon in Plus. Gucken Sie. 1294. Oh. Und dann werde ich sagen, wie melden wieder was. Oh. Da ist leider nicht, was ich wollte. So, jetzt. Jetzt mache ich etwas wieder neu. Aber die andere geht nicht verkauft, ehrlich. Hopp. Opa kauft. Aber der hat nur Baguette geholt, dann will der auch keine Kunstwerk holen. So. Neue Folge, wie gesagt. Mal schauen, was wir machen. Vielleicht machen wir etwas Kunstwerk. So. Haben Sie eine Idee, was ich werde malen jetzt gerade? Ich erkläre euch. Ich will etwas so wie in die Tankstelle malen. Die Pumpe. So. Sieht gut aus, oder? Da machen wir ein kleines Ding oben drauf. Für Werbung. Oder nicht Werbung. Doch, könnte man machen für Werbung. Dort zu machen. So. Jetzt Achtung. Da muss ich auch gerade mit Farbe wieder arbeit. So, ich wollte etwas aus die Tankstelle, aber ich glaube, das wird nichts. Oder mache ich so gerade? Nee, es geht nicht. Ah, so feinen Detail kann man auch nicht so wirklich machen mit dem Spiel. Muss ich euch erklären. Aber man kann alles versuchen trotzdem. Ne? Das ist auch nichts verboten. So, jetzt. Achtung. Dann nehmen wir so. Ja, das war nix. Das wird nix. Kann man denken, was ich mache? Ich habe auch keine Ahnung. Aber Sie sehen, dass meine Kunstwerk der vorher mit die Finger Touch. Das geht nicht. So, was machen wir hier? Ich weiß auch nicht. Ja. Ja. Er ist überhaupt nicht begeistert, der Typ. Aber alles mit was ist mit Baum? Ah, da haben sie gekauft, ey, ehrlich. Aber diese, schrecklich. Wohl keine. So, ich weiß auch nicht, was ich mache hier jetzt, ne? Irgendwie ein Amt oder. Hab keine Ahnung. So, jetzt. Ich versuche mein Best, aber Sie sehen das manchmal. Da wird's auch irgendwie nicht mehr so, wie man es sich vorstellt alles. Warum will der nicht nichts kaufen, der andere? Oh.
Ah ja. Das war doch klar. Das war doch klar, dass keiner möchte das kaufen. So. Jetzt habe ich eine kleine Idee. So. Oh. 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 Ich wollte irgendwie eine Dame machen, aber ob die Dame ist so, das wäre leider doch, könnte man auch denken. Zwei Beine, ich muss noch ein bisschen mehr breit machen. Moment mal. Dann machen wir Korrektion, aber dann. Dann werde ich sagen, mach mal so, oh je. Nee, was ich mal jetzt gerade, ich habe keine Ahnung. Ich versuche etwas künstlerisch zu machen, aber ich bin doch schon erschrocken, dass die wollen nichts kaufen, ehrlich. Ah, doch. Da kann man schön gehen, das ist eine Frau, oder? Hey, schaut ihr das an? Das sieht auch schon ein bisschen wie eine Frau. Von hinten. Aber da habe ich noch die Idee. Geben Sie mir. Irgendwie ist das, ja. Moment mal. Ich will auch etwas richtig machen. So wie eine Rucksack oder keine Ahnung, was sie kann tragen. Doch, ein Rucksack. Gerade. So, Moment mal. Ja. Der ist ein Tauschlentyp. Und dann machen wir Haare. So. Achtung. Das kommt noch etwas vor uns mit dieser Dame. Ich muss gucken, dass alles wird auch. Aha. Schaut ihr das an? Was denkt ihr? Ah, das ist super gemacht, oder? So. Das Hintergrund lasse ich so, aber da muss ich zugeben, dass ich muss ein bisschen wieder dran gehen, dass wir sehen auch nicht so. Oh ja, das lasse ich so. Vielleicht mal eine Beschriftung. I love Paris oder Love Paris. Das machen wir auch. Moment mal. Hast du viele Ideen auf einmal? Das habe ich mich auch jetzt gerade überzeugt. So, Moment. Wenn ich krieg. So. Das klappt. Das geht super. Aber jetzt. Punkt und dem S. Jawohl. Ah, das ist ein Kunstwerk. Jawohl. Und dann haben wir auch das Name Love Paris. Da bin ich voll begeistert von diesem Gemälde. Auf einmal habe ich nicht so die Idee gehabt, aber jetzt. Ah, das passt doch super. So, jetzt, hopp, kaufen. So, machen wir auch vielleicht wieder. Sell out. Er glaubt, das ist nie mehr zu verkaufen, oder wie? Ja, egal. So, jetzt, ich wollte etwas wieder ganz lustig was malen.
Bad Colors. Ajo. Die können auch nicht mal erkennen, dass er eine Frau, oder? So, Moment mal. Da werden wir auch so in die Richtung. Der hat noch was. So, jetzt ist die Frage, was Mama? Aha. Haben Sie vielleicht eine Idee? Auf jeden Fall, das ist eine Mensch, was ich mal. Ich hoffe, das kriegt man auch gerade auch so. Ja, ich muss zugeben, das ist feine Kunst. Da kann auch nicht jeder wahrscheinlich auch dasselbe machen. Und dann machen wir hier oben etwas. So. Jetzt kommen die Definitionen. Eine Definition ist immer Frage der Zeit. Aber keine kauft die beide. Ah, ja, ja, ja. Da frage ich mich, ich werde das auch nicht wegschmeißen, hallo. Ich habe mich Mühe gemacht, ey. My deep might be shallow, no buy. Ah, ja. Komm. Was wollen die? So, jetzt. Das ist schon etwas nicht so leicht gemacht zu malen. Aber wenn man auch ein bisschen Idee habe, dann geht's auch. Ich hoffe, dass die vorletzte Part war nicht so extrem lang für euch und langweilig. So. Jetzt haben wir ein Augen gemalt. Jetzt mache ich die zweite. Das ist feine Präzisionarbeit, muss ich zugeben. Bah! I only paint for second end. Ah ja. Das ist keine second end hier. Ich bin eine Kunstlehrer. Und ein Kunstlehrer musst du bezahlen. Bah! Sell out. Aber ich verstehe nicht, warum wird nichts mehr verkauft? Gerade zwei neue Bild und gar nichts verkauft. Na gut, machen wir keine Problem. Machen wir diese. Oh je, jetzt gehe ich aber etwas. Oh oh. Ja. Da kann man sagen, der hat einen Unfall gehabt. So, aber wie gesagt, das ist nicht so leicht. Ja, wir zahlen eine Rechnung und da kommt auch kein Geld mehr. Oh, Leute. So, jetzt mache ich ein bisschen groß. Jetzt ist alles vorbei jetzt. Was ich wollte male, das geht wieder alles weg. Hey. Aber Moment. Das ist nicht vorbei. Da könnte man auch immer hingehen und sagen, okay.
Das möchte ich nicht. Oder das möchte ich. Oh, ich bin auch zu hoch gegangen. Aber ich habe eine Idee. Das wird auch passen. Moment, wo war das? Hier, aha. So, keine Ahnung, was ich wollte machen, das war das nicht so. Muss ich zugeben. Kein muss sich fragen, was soll das? Ein bisschen so wie Popeye, oder wie? Könnte man auch denken. Ja, die Leute kaufen nichts. So. Hier mache ich etwas hinten. Wo das war das nicht, was ich wollte. Eieiei. Nee, ich mach das weg. Da ist leider meine Erwartung alles versauen. Ja. So, die wollen etwas neu haben. Dann machen wir etwas neu. Aber komplett neu. Da können sie sich fragen, wer hat das gemacht? Oh. Ich habe auch keine Ahnung, ich gehe ein bisschen außen rum, ich mache eine Formel. So wie ich habe am Anfang immer gemacht. Das war auch nicht schlecht. Eine Farbe und außen rum immer mit Farbe gemacht. Vielleicht kriegt man auch was wieder draußen. Weil ich sehe, dass die zwei letzte gemeldet, das wird nichts verkauft, ehrlich. So, aber jetzt machen wir ein bisschen. Sieht man überhaupt, was ich mache jetzt? Nee, das sieht man gar nichts, ehrlich. Ich muss, hier haben wir. Hier kann man vergrößern alles. Die werden sich fragen, was ist, soll das? Ja, keine Ahnung. Ich bin so wie euch, ich mache neue Farbe und neue spezielle Sache und da wird keiner kaufen. Das ist doch verrückt, oder? So, aber jetzt, ich will etwas wieder richtig knallen machen. So. Aber irgendwie, das könnte auch passen, was ich will machen. Da haben wir Formen gemacht und da komme ich wieder mit diesem Spezialeffekt. Vielleicht kauft jemand jetzt gerade sowas und er sagt, oh, was schön war's. Was schön. So, jetzt, Achtung, was könnte man jetzt reinmachen? Jetzt wäre ein bisschen rot, aber ich wollte nicht rot. Ich wollte nebendran. Ah. Egal. Da haben wir auch auf die Roteffekt. Und da gehe ich voll oben drauf, jawohl. Das war eine Kombination von Farbe. Haben Sie auch gesehen, ne? So, Moment mal. Ist noch nicht vorbei. Da ist meine Kunst nicht fertig. Ja, aber
warum wird auch nichts mehr gekauft? Einfach die zwei letzte werden nicht mehr gekauft, ehrlich. Bin ich so schlecht oder wie? Oh. So, Moment mal. Jetzt machen wir ein bisschen dicht alles hier. Das mal sind auch nicht so, nie mehr so viel die Formen. Ich weiß auch nicht, was für Sache kann man machen. Ich versuche alles. Sie sehen auch, das ist wieder etwas Neues. Okay. Und jetzt gehe ich wieder mit ein bisschen Gelbe hier wieder. Ah. Das wäre langsam was, ey. Ah. Jetzt gehe ich ganz langsam mit die Maus und das gibt einen schönen Effekt, ehrlich. Da muss ich zugeben. Da bin ich auch begeistert von diesem Spiel. Weil ich habe auch gedacht, oh, mit Effekt wird nichts vielleicht mit die. Aber trotzdem, das ist auch verrückt. So, jetzt Achtung. Nehme ich ein bisschen blaue. Und machen wir ein bisschen blaue drauf. Und wenn ihr seht, ich lasse meine Maus da drauf und ab, langsam kommt das Effekt raus. Ah, da bin ich begeistert. So, ich muss auch denken über einen Namen. So, jetzt fertig. So. Jetzt Achtung. Mama Picasso. 2017. So, jetzt. Okay. Machen wir noch ein letztes Kunstwerk und dann machen wir auch Schluss für heute. Ich weiß auch nicht, was soll ich jetzt malen. Aha. Ich habe eine Idee. Aber Leute, die müssen auch meine letzte Kunstwerk kaufen. So Blende. Ajo. Mainstream Garbage. Die haben keine Ahnung auf Art, ehrlich. Dann mache ich wieder was und sie werden sehen, die werden das kaufen. Ich weiß nicht, was ich werden mache. Alles ein bisschen auf Imagination. Ah, jetzt habe ich was. Nee. Ich wollte unbedingt etwas neu machen, aber. Wäre das was?
Das wäre doch gar nichts, oder? Wenn mal schauen von ihr. Aber trotzdem, Effekte sind da. Gucken Sie. Das ist so wie ein Puzzle. Puzzleteile. Und dann machen wir ein bisschen rot. So. Aber jetzt bin ich ganz langsam. Ein Klick. Ob das war ein Puzzle, ich weiß nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was ich sollte jetzt wieder machen. Ich bin ein bisschen an Tausch, dass ich kaufe nichts jetzt. Aber so lasse ich auch. Das ist auch, sieht auch nicht so schlecht aus, oder? Was könnt ihr denken? So, jetzt fertig. Aber langsam müssen die auch was kaufen, ehrlich. So, Name. Ah, jetzt 600. Boah, pfuh. Das ist die meiste große verkaufte. Haben Sie gesehen? Da muss man nur ein bisschen Geduld habe und da wird's verkauft, ey. Picasso. Jetzt haben wir auch einen neuen Namen gehabt. Picasso, und das ist gegangen. Vielleicht ist die Name entfällig dazu. So, Moment. Picasso 1920. So. Und da werde ich sagen, wir machen Schluss für diese Part. Wir haben noch was verkauft trotzdem, wo die wollen nichts, aber trotzdem, wir haben es verkauft. Und ich bedanke mich noch für Zuschauen und wir sehen uns in die nächste Folge wieder von Passepartout. Mach's gut und ciao!